Wir waren gerade noch am Diskutieren, ob wir noch ein Mikrofon einrichten müssen oder kommt der Schall, kommt alles an? Kommt an, gut. Dann darf ich Sie, euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem wunderschönen Anlass, den wir heute Nachmittag hier feiern wollen oder begehen wollen, nämlich zur Ehrung von dem Friedrich Koch und dem Reinhold Lohmer. Viel sage ich jetzt bei der Begrüßung noch nicht dazu, weil ich nämlich gleich ganz schnell an den Armin Schwarz, unseren Kultusminister, unseren hessischen Kultusminister, übergeben werde, der dann die eigentliche Ehrung durchführt. Und danach werde ich selbstverständlich seitens der Gemeinde auch noch einiges zu sagen haben. Und ich denke, der ein oder andere wird vielleicht auch nochmal dann das Wort wünschen. Ich heiße alle ganz herzlich willkommen, an aller vorderster Stelle natürlich die Personen, um die es heute geht, den Reinhold Lohmer und den Friedrich Koch mit seinen Familien, die hier sitzen. Ihr werdet alle von euren Lieben begleitet und ich glaube, das ist der Anlass auch wert, dass man in einem solchen Rahmen heute hier mit seiner Familie sich einfindet. Das ist toll, dass ihr da seid. Ich freue mich darüber. Ich freue mich natürlich genauso über die Vertreter der örtlichen Kommunalpolitik aus Gemeindevertretung, aus Gemeindevorstand, die hier sitzen, auch ehemalige Gemeindevorstandskollegen von euch beiden. Alle sind sie nicht da, dann hätten wir ins Haus des Gastes in den großen Saal gemusst. Bei diesen vielen Gemeindevorständen und Gremien, die ihr so erlebt habt, habt ihr ja hunderte von Kollegen, wenn wir die alle versammeln wollten. Also so weit sind wir dann nicht gegangen, aber es sind einige da. Herzlich willkommen, toll, dass ihr auch unsere beiden wichtigen Menschen heute hier so würdigt mit eurer Anwesenheit. Das ist schön. Besonders begrüßen möchte ich natürlich auch noch den Karl Friedrich Frese, unseren ersten Kreisbeigeordneten, der sich auch nicht nehmen lässt, nach Willingen zu kommen, um diesem Anlass hier beizuwohnen und einen schönen Rahmen zu geben, dass eben auch einer der obersten Vertreter des Landkreises hier anwesend ist. Ganz besonders begrüße ich unseren allseits bekannten, beliebten und gern gemochten hessischen Kultusminister Armin Schwarz. Es ist ja schön, Armin, dass du herkommst, um diese Ehrung vorzunehmen. Ich denke, ein Bundesverdienstkreuz ist sicherlich auch eine Ehrung, wo ein Minister dann auch durchaus in seiner Position angemessen ist, wenn er das überreicht. Und das freut uns Willinger hier ganz besonders, dass du das heute machst und dass du uns die Ehre gibst und dass du da bist. Also ganz herzlich willkommen und ich habe es angekündigt, mehr sage ich dazu jetzt erstmal noch nicht. Jetzt fangen wir nämlich erstmal an mit der Auszeichnung. Und wenn wir die durch haben, dann geht es weiter mit Grußworten. Lieber Armin, ich übergebe dir das Wort hier für das Bild. Prima. Ganz herzlichen Dank. Deswegen nicht, dass sich jemand wundert, dass ich jetzt mal eine andere Reihenfolge wähle. Ehre, wem Ehre gebührt. Deswegen mal ganz zu Anfang. Liebe Familie Lohmer, liebe Familie Koch, lieber Reinhold und lieber Frieda, das darf ich in der alten freundschaftlichen Verbundenheit mal sagen. Freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen. Freue mich riesig, auch in dieser vertrauten Runde mit dabei sein zu können. Und deswegen werden wir heute Nachmittag eine wirklich schöne, hoffe ich jedenfalls, und auch denkwürdige Ehrung hier durchführen. Deswegen wollte ich als allererstes Sie und euch begrüßen. Jetzt der Ordnung halber, Herr Bürgermeister, lieber Thomas, der erste Kreisbeigeordneter, lieber Karl und natürlich alle diejenigen, die hier ehrenamtlich Gemeindevorstand, Gemeindevertretung ebenfalls dabei sind, alle auch meinen herzlichen Gruß und ein herzliches Willkommen. Wie wunderbar ist es, dass es Menschen gibt, die nicht kalkulieren, wenn sie etwas tun, was für sie persönlich dabei rauskommt. Ja, Ehrenamt ist eine Arbeit, die nicht bezahlt wird, aber Ehrenamt ist eine Arbeit, die unbezahlbar ist. Und das darf ich mal verbindend feststellen, das was Reinhold Lohmer und das was Friedrich Koch in ihren Jahrzehnten des ehrenamtlichen Engagements geleistet haben, das ist nicht nur bemerkenswert, es ist nicht nur phänomenal, es ist nicht nur ein Dokument für eine unglaubliche Kondition, Konzentration und Kraft, sondern es ist auch ein Beleg dafür, was man ehrenamtlich gestalten kann. Und jeder an seinem Platz und
jeder in seiner Rolle und jeder in seiner jeweiligen Funktion hat Dinge hier wirklich sichtbar aufgestellt, Dinge gestaltet und die Dinge, die sind greifbar und nach wie vor nutzbar, aber der allergrößte Nutzen, lieber Reinhold und lieber Frieder, ist das, was ihr für die Gemeinde und den Zusammenhalt in dieser Gemeinde geleistet habt, nämlich darum geht's. Jeden Tag mit den Menschen und jeden Tag für die Menschen etwas zu machen. Und bevor ich gleich im Einzelnen auf eure Station eingehe, möchte ich mal eines an alle Ehrenamtlichen sagen, und hier sind viele zugegen. Land Hessen sind ein Drittel aller Menschen irgendwo engagiert im Verein, im Ehrenamt. Und ich meine das genauso, wie ich sage. Wenn wir Sie, wenn wir euch nicht hätten, dann würde ganz vieles nicht funktionieren können. Das ist ganz schlicht die Wahrheit. Ich war auch immer in verantwortlicher Position bei der Bundesagentur für Arbeit und dann als Geschäftsführer Jobcenter Waldeck-Frankenberg. Aber diejenigen, die im Beruf ganz vorne stehen und erfolgreich sind, die sind halt auch stark in dem, was sie der Gesellschaft zurückgeben. Ne? Ehrenamtlich, sage ich immer, ist ja auch immer etwas zurückzugeben vom eigenen Erfolg, den man so hat. Und 81 begonnen, hier in der Gemeindevertretung, damals noch Legislaturperioden, Wahlperioden von 4 Jahren und dann direkt danach von 85 bis 2021. Von 85 bis 2021 Gemeindevorstand. Das soll ich vergegenwärtigen. 4 Jahre Parlament und dann 36 Jahre Gemeindevorstand. Und davon in einer Zeit von 5 Jahren auch noch stellvertretender Bürgermeister als erster Beigeordneter. Das ist eine herausragende Leistung. Eine herausragende Leistung. 36 Jahre Gemeindevorstand finde ich phänomenal. Das ist ja wirklich etwas ganz Besonderes. Und da hast du wirklich große, große Spuren hinterlassen. In verschiedenen Gremien hast du segensreich gewirkt. Im Kuratorium des Gesamtverbandes der Gemeinde Willingen, aber auch im Beirat, im Behindertenbeirat der Gemeinde Willingen. All das sind Dinge, die kaum einer sieht, aber das sind alles Dinge, die du geleistet hast. Und insofern gibt es da großen Dank, Respekt und allergrößte Anerkennung zu sagen. Es wurde aber schon mal gesehen, im Übrigen, gesehen wird es ja von vielen, aber dann mal so in den Fokus gestellt und beleuchtet, viel zu selten. Aber den Ehrenbrief des Landes Hessen hast du vor 15 Jahren, im Jahr 2009, erhalten und das zu Recht. Insofern, gleich wenn es soweit ist und ich dir das Bundesverdienstkreuz am Bande übergebe. Ich verleihe es nicht. Die Verleihung, das macht nur der Bundespräsident. Ich bin insofern Auftragnehmer des Herrn Bundespräsidenten, neben dem ich am letzten Samstag noch in Bonn gesessen habe, als wir 75 Jahre Bundesrat gefeiert haben. Aber da haben wir nicht über die Bundesverdienstkreuze gesprochen, die ich heute Verleihungsurkunde. In Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Roland Reinhold Lohmer Willingen das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Berlin den 15. März 2024 der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Gratuliere ganz, ganz herzlich. Danke. Mehr als Verdienst. Ich freue mich wirklich riesig. Reinhold, wenn es jemand verdient hat, dann du. Das darf ich dir in die Hand drücken. Und jetzt, wenn ich darf, hier oben rein, dass der gute Anzug nicht kaputt geht. Machen wir das noch so.
Und damit habe ich dir das Bundesverdienstkreuz am Bande ausgehändigt, verliehen durch unseren Herrn Bundespräsidenten. Wir applaudieren. So wie es hier auch steht. Du darfst ja weiter früher sein. Ja, später sagen wir direkt danach wieder. Für diesen Moment, sage ich Friedrich. Verleihungsurkunde in Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland besonderen Verdienste verleihe ich Herrn Friedrich Koch Willingen das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland Berlin den 2. Mai 2024, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Gratuliere ganz herzlich, das ist deine Urkunde. Und jetzt darf ich dich auch einmal stechen, beziehungsweise einmal durch dein Sakko stechen. Und hier gehen wir den einfachen Weg durch. So einfach ist es dann doch nicht. Also, das will ich mal sagen, der Friedrich Koch hat einen ganz, ganz tollen Stoff. Der ist sehr stabil. Da muss man etwas robuster zugreifen. Aber ich habe beide ein tolles Sakko. Also, ganz herzlichen Glückwunsch, alles Gute und vielen lieben Dank für deine Dienste. Applaus. Da stehe ich hier und muss mir Worte überlegen. Was sage ich? Also die ganze Vita, die der Minister jetzt aufgezählt hat, wiederhole ich selbstverständlich nicht. Ich denke, ich gehe vielleicht mal so ein bisschen mehr auf dies ein, was uns persönlich verbunden hat und was uns da so persönlich begegnet ist und was so an Besonderheiten war, die wir gemeinsam erlebt haben. Zuallererst mal möchte ich euch natürlich im Namen der Gemeinde Willingen-Uppland und auch von mir persönlich ganz herzlich zu dieser großartigen Auszeichnung gratulieren. Es ist so, das Bundesverdienstkreuz am Bande, das wird nicht jeden Tag und an alle möglichen Personen verliehen. Das ist eine Auszeichnung, die nur in außergewöhnlichen Fällen verliehen wird, dort, wo ein außergewöhnliches Engagement vorliegt und dass dieser Antrag von uns durchgegangen ist und dass ihr diese Ehrung nun bekommt, zeigt, dass man auf der Ebene des Bundespräsidenten zu der Auffassung gekommen ist, dass das, was ihr geleistet habt, diese Würdigung wert ist. Und insofern ist das eine ganz, ganz tolle Auszeichnung, auf die ihr und eure Familien sehr, sehr stolz sein können. Aber ich sage es gleich, die Gemeinde Willingen ist das auch. Dass wir Mandatsträger haben oder hatten, die mit diesen Orden ausgezeichnet werden, das zeigt, dass wir Leistungsträger haben, die Überdurchschnittliches leisten. Und wie es der Minister sagte, ich persönlich führe viele Erfolge, die wir haben, darauf zurück, dass eben so Kämpfernatur, nenne ich das mal, in den Gremien und in der Gemeindepolitik, aber auch im Vereinswesen tätig gewesen sind. Wenn ich jetzt hätte für euch beiden eine Festrede schreiben müssen, dann hätte ich, glaube ich, den Titel gewählt, Zwei Leben für das Ehrenamt. Denn wenn man sieht, wie lange ihr tätig wart, dann ist das der wesentliche Teil eines Lebens, das die Menschen auf dieser Welt verbringen dürfen. Also im wesentlichen Teil eures Lebens habt ihr mit der ehrenamtlichen Arbeit vollbracht. Und das muss man schon mal sich richtig zu Gemüte führen, wenn da über 4 Jahrzehnte ein unentgeltlicher, uneigennütziger Einsatz ist, um sich mit politischen Fragen zu befassen, um einer Gemeinde dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen, um diese Entscheidungen dann auch nach außen zu vertreten. Man muss ja ein dickes Fell haben. Gerade die Politiker, die im Moment noch aktiv sind, mit den Themen, die wir im Moment hier in Willingen haben, merken wir das ja auch deutlich, welchen Auseinandersetzungen man sich da stellen muss. Und man muss auch sehr viel arbeiten, man muss an Sitzungen teilnehmen, man geht privat, wenn man rausgeht, meistens in Diskussionen. Man hat Fraktionsarbeit, die gemacht werden muss. Also es ist schon ein Job, der weit über die reinen Sitzungen, die stattfinden, hinausgeht. Eine wirkliche Beschäftigung, die viele Stunden einer Woche jemand beansprucht. Wenn man dann berücksichtigt, dass ihr beide auch im Beruf erfolgreich wart, dann fragt man sich, wofür war denn für andere Dinge überhaupt noch Zeit? Alles Gute und herzlichen Dank.
für die viele Unterstützung, ja, und das gute Miteinander, was wir alle gepflegt haben. War für mich keine Selbstverständlichkeit, war aber toll. Ulla, alles Gute. Ganz gern. Das freut mich. Und die schönen Blumen, also der Blumenstrauß ist sehr gelungen. Beate. Bleibt noch ein Wunsch. Vielen Dank für die schöne Zeit. Und das Allerwichtigste, bleibt gesund und munter, dass wir uns noch viel und oft treffen und noch viel Freude haben und halt noch viele schöne Stunden erleben. Und tragt das Ding mit Stolz. Ihr habt es verdient und es ist was Besonderes. Alles Gute. Ich habe die Brille nicht auf, darum geht damit mal schön mit euren Frauen essen. Ja, machen wir gerne. Was für ein wundervoller Tag. Was für ein wundervoller Tag, wenn man dabei sein darf, wenn langjährige, teilweise jahrzehntelange Weggefährten, die man wertgeschätzt hat, an deren Arbeit man ein Stück weit teilhaben konnten, dann an einem Tag wie heute ausgezeichnet werden, mit wohl einer, lieber Armin, der höchsten Auszeichnungen, die unser Staat zu vergeben hat, dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich heute dabei sein darf, dass mein Kollege, der Landrat Petz, es nicht aus einem anderen Termin hat und nicht gefragt hat, ob ich heute kommen soll. Und das habe ich ganz, ganz gerne getan, weil ich das ausgesprochen gut finde, dass ihr beide Willinger Urgesteine, jahrzehntelange Begleiter der so positiven Entwicklung dieser Gemeinde heute auch einmal in das Rampenlicht gestellt wird. Ich weiß, dass gerade die Arbeit im Gemeindevorstand ja nicht öffentlich ist, hinter verschlossenen Türen stattfindet. Trotzdem werden da die entscheidenden Weichen gestellt für die Entwicklung des Gemeinwesens. Und diese Weichen sind hier in Willingen in all den Jahrzehnten in hervorragender Weise gestellt worden und daran habt ihr großen Anteil. Und davor ziehen wir alle in Waldeck-Fangen, wäre ich persönlich, auch wenn ich ihn auf hätte, den Hut und sagen Danke und Anerkennung. Und wir freuen uns sehr. Ich sage einfach mal Bier, ja, dann brauchst du es nicht zu wiederholen. Es ist ein toller Tag und ich persönlich habe nicht damit gerechnet. Ich habe nur das gemacht, was man mir aufgetragen hat. Es gab Wähler, ja, die gewählt haben. Die Fraktionen haben wiederum abgestimmt, wer geht wohin. Und das hat eben dann all diese Jahre, über 40 Jahre, so funktioniert. Und ich bin ein Mensch, der sagt, wenn dir das so gesagt wird, dann versucht das Beste daraus zu machen. Und das Arbeiten mit Menschen habe ich gelernt, das braucht man vom Beruf. Und mein nachfolgenden Beruf habe ich immer mit Menschen zu tun und da bot es sich an, das auch zur Verfügung zu stellen. Das hat immer unheimlich viel Spaß gemacht mit all den Weggefährten und ich freue mich, dass auch die alten Weggefährten alt im Sinne von langjähriger Tätigkeit gemeinsamer da sind. Das freut mich sehr. Ja? Und die Arbeit im Gemeindevorstand hat immer viel Spaß gemacht und es gab sicherlich Zeiten, wo wir in die Sitzung gegangen sind, frei nach dem Motto: Wir haben viele Lösungen, wo sind die Probleme? Ja? Und dementsprechend haben wir das abgearbeitet. Ja? Auch dir, Thomas, lieben herzlichen Dank für die kollegiale Zusammenarbeit. Wäre das nicht gewesen, ich hätte es nicht durchgehalten. Ja? Dann hätte ich von mir aus gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, wir haben uns nicht gezankt. Ja, wir haben sehr wertschätzend sind wir miteinander umgegangen. Und all das ist ein Wert, den man nicht unterschätzen kann. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass das sowohl du, ich darf mich dabei bleiben, Armin, als auch Thomas, ja, und auch was Petrus gesagt hat, die Familie ist sehr, sehr wichtig. Ja, und ich danke sehr. Dann kann ich nicht mehr zu viel zufügen. Ich bedanke mich bei diesem Tisch hier. Wenn ich da hingucke, sehe ich das Ehrenamt noch vor mir der Gemeinde Willingen. Wie lange wollen sie noch machen, wie lange werden sie? Aber ich denke, wenn ich jetzt so in die Runde gucke, die jetzt noch tätig sind, die werden die nächsten 2 Jahrzehnte auch noch für Willingen tätig sein. Auch wenn sie früher manchmal den Kopf geschüttelt haben, das macht man nicht mehr mit, das wollen wir nicht mehr. Und dann kommt die nächste Sitzung wieder.
Und dann sind wir alle freundlich dabei und wollen das Beste tun für unser Willigen Oppland. Und deswegen macht so weiter, dann ist uns beiden hier nicht lange. Dann können wir zufrieden heute Abend nach Hause gehen und sagen, die machen weiter. Das konnten wir ihnen so übergeben.